Was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Heute mache ich mal was komplett Neues, was ich mir jetzt fürs neue Jahr jetzt mit vorgenommen habe. Liegt natürlich an euch mit, ob ihr das mit sehen wollt, ob das von den Klickzahlen her sich lohnt oder so. Wollen wir mal gucken. Ich mache mal ein paar Reaktionsvideos, weil ich mich ja über jeden Scheiß irgendwie, drüber freuen kann oder mich zerfetzen kann oder über viele Sachen irgendwie, ja, wie andere vielleicht nicht drüber lachen können, aber ich kann's. Und von daher kommen jetzt ab und zu mal ein paar Videos, wo ich das mit reinlade. Aus dem Grund natürlich, um das noch ein wenig mehr zu pushen bei mir, bei der Aufrufe, weil sag mal, das Video, was sonntags immer kommt, das kommt sowieso immer. Und warum habe ich mir gedacht, kann man da auch mal sowas machen? Habe ich jetzt mit dem Setup und so ein wenig mit beschäftigt. Von daher mal gucken, ob das jetzt alles schon so passt. Gucken wir mal auf den ersten Video jetzt. Und ich werde auf drei Videos reagieren. Einmal von mir mein allererstes Video, was ich damals hochgeladen habe. Also wird so im ersten Moment wahrscheinlich so ein Fremdschämen-Faktor wahrscheinlich übelst werden. Dann von Gorgensohn, weiß nicht, ob ihr den kennt oder so. Der macht immer so komische Sachen, so Videos. Und da gucke ich ab und zu mal mit rein jetzt so wieder, weil der jetzt so wieder neue Sachen mitbringt. Und dann haben wir uns zum Schluss nochmal ein Chimfail-Video mit rein. Und ich werde es so machen, wir werden vielleicht nicht immer komplett die Videos komplett angucken. Weil manche das dann den Rahmen sprengen würde, momentan noch. Natürlich, wenn die Aufrufzahlen natürlich hochgehen sollten, dann kann man das natürlich komplett machen. Aber ich versuche die Videos immer so in 10 Minuten bis 15 Minuten Bereich immer mitzulassen. Und von daher würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Video. Das erste Video, wie gesagt, das wird jetzt von mir sein. Hallo und herzlich willkommen bei Mimilix One auf meinem Kanal. Das ist schon mal auffällt. Ja. Schon mal gleich im ersten Moment. Hier gibt es weder ein Intro noch irgendwas anderes. Also schon mal komplett anders zu jetzt auf jeden Fall. Nach einigen oder nach mehreren Anfragen diesbezüglich macht doch endlich mal einen YouTube-Kanal für mehr Content. Raus. Dadurch ich auf Instagram relativ gute Reichweite mittlerweile habe. Und habe ich mir gedacht, gut, warum nicht? Also starten wir ab. 1.6., wenn du das Video jetzt siehst, müsstest du es. Was schon mal auffällt, dass mir das am Anfang noch richtig schwer fällt, so mit der Kamera zu reden. Ne? So mit dem Faden und so, zwar alles da, aber immer so dran vorbeigucken. Nicht wie jetzt, dass du straight einfach nach vorne oder ganz langsam reden, also so richtig vorsichtig, ja nichts falsch sagen. Und jetzt so ratatatata. Das konnte online gegangen sein. Ich habe es offiziell gemacht, dass ich diesen Kanal jetzt habe. Nebenbei findest du mich natürlich auch auf Facebook. Und auf Twitter und Instagram sowieso, das ist da. Und wer noch nicht dazu gestoßen ist, weil er mich jetzt auf YouTube gefunden hat. Du da unangenehm noch, einfach egal hier mit dem rumgezappelt und alles, oder was? Ah, oh, herrlich, dann könntest du mich echt so schießen. Da hat du mal ein wenig vorblättern. Ich muss dazu sagen, viel daheim erstmal trainiert, weil ich selber ein wenig Angst hatte, weil ich eben so dünn war und mir gedacht habe, da lacht dich eh jeder mal aus. Ja, das war ja damals mein Hauptindiz, sag ich mal, durch, wie gesagt, es gab wegen private Probleme, davon mal abgesehen letzter. Und nicht Probleme, es hat sich alles wegen schwer gestaltet, sag ich mal. Und kam halt dann noch mit dann dazu, dass man halt selber sehr unzufrieden miteinander oder mit sich selber war. Wie es natürlich dickere Menschen natürlich mit sich selber sind, ist es natürlich auch das Gegenpol. Es gibt immer ein negatives Pol. Wie gesagt, Yin und Yang zeigt es einfach. Dass natürlich sehr, sehr dünne Menschen, wie es bei mir damals war, wie gesagt, mit 60 Kilo als Kerl bei 1,80 Meter Größe, das, wie gesagt, das fällt einem genauso schwer. Und da muss man nicht bloß dick sein, das kann auch genauso dünn, magersüchtig oder wie gesagt, irgendwelche Extremen sein. Und von daher war das für mich auch damals sehr schwer gewesen. Und wie gesagt, das. Wobei ich gleich aufs nächste Thema dann daraus schließe. Ich werde viele Home-Videos machen. Mittlerweile natürlich renne ich im Gym mit rum, weil ich bin mittlerweile bei 84 bis 85 Kilo. Und wie gesagt, da muss ich dazu sagen, da habe ich mich jetzt zum Beispiel jetzt abgemeldet jetzt wieder, weil ich ja mein Home-Gym an sich ja auch jetzt mit habe. Und ich gucke mal, ob ich mich jetzt wieder anmelde oder ob ich mein Home-Gym einfach ausbaue. Weil wenn man über einen längeren Zeitraum sich dann selber Sachen nach und nach dann angekauft hat und da macht es irgendwann
an sich vielleicht keinen Sinn mehr, aber man will natürlich auch mal wieder die Geräte und so klatschen hören, ganz einfach. Das ist so, nur mal gucken, ob man dann doch vielleicht nochmal was Neues mitmacht, weil ich ja einige auch mit unterstützt habe und so, aber das hat sich jetzt für mich eigentlich erledigt erstmal. Ich kann das ganz gut nachvollziehen und versuche, so. Also es wird auch um gewisse Sachen, was Essen angeht, natürlich, Zubereitung, Rezepte oder whatever gehen, was ihr natürlich sehen wollt, ne? Ich sag, haut's in die Kommis rein. Ich sag, es soll nur ein knackiges Video auch werden jetzt. Meine Vorstellung soll ja doch nicht so lang sein. Und das ein oder andere Video wird jetzt schon mit frei. Ich sag, das ist extremst, wie ich nicht in die Kamera reingucke. Das errate ich jedem da draußen, wenn ihr Videos macht und jetzt vielleicht, egal ob das jetzt eine Digitalkamera oder was weiß ich was für eine Kamera oder Handy oder wie auch immer, versucht immer den Fokus immer so in die Kamera reinzulegen. Ihr könnt ab und zu mal rüber gucken, wie ich jetzt, wenn ich dann hier oder da mein Display habe, um zu sehen, ob alles scharf ist und so. Aber versucht immer, den Leuten ins Gesicht zu gucken dann beim Reden. Das macht es an sich, es macht zwar einen kleinen Unterschied aus, aber ich persönlich finde, das macht es sympathischer einfach, wenn du die Leute direkt anguckst, weil die sich dann direkt angesprochen fühlen dann. So, und dann gucken wir mal. Also ich bin auch im Studio angemeldet. Ob es überhaupt ein Outro gab, das war schon. Wir das aber in den anderen Videos entnehmen können, ne? Also haut rein, euer Mimelix One. Nein, natürlich nicht. Wieso soll es denn auch sowas geben? So, wie viele Aufrufe haben wir denn hier generiert gehabt damals? Anderthalb Jahre jetzt her, 243 Aufrufe und nur ganz wenige Kommentare, wobei ich den Kommentar von den Husky Team Vibes jetzt erst bekommen habe. Oh, da war es echt schwierig, ne, an Anfang und so. So, dann hauen wir mal rein. Erstmal, ich esse 25 Mettbrötchen. Gucken wir mal, was der so rausballert. Moin, Servus, Moin. Willkommen zu einem Video, Freunde. Und zwar hier bin ich wieder, der Challenge-Boss. Ah. Achso, ich habe mich gerade gewundert, ist das jetzt so eine Brille oder ist das das auch, oder ist das so ein Gewie? Wie man hier schön auf diesem Tisch sehen kann, habe ich hier 25 Mettbrötchen. Einfach nur geil, einfach nur lecker, einfach nur schön. Und zwar habe ich mir heute was ganz Gutes überlegt. Möchte ich diese Mettbrötchen, die hier auf dem Tisch liegen, 25 Stück, wie gesagt, verspeisen, also aufessen. Und ich würde sagen, ich will nicht lang schnacken. Also riechen tun die gut und einfach nur schön. Und ja. Ich esse auch sehr gern und sehr viel. Habt ihr vielleicht abgewogen, dass ich sowas vielleicht mal mitmache? Irgend so eine Challenge, so eine Fress-Challenge irgendwie. Ich hatte ja schon mit meiner Telegram-Gruppe zum Beispiel schon mal drüber gesprochen, ob ich mal eine 10K-Challenge mache. Also 10.000 Kalorien-Challenge. Und wenn ihr das wollt, haut es gerne in die Kommentare rein. Dann überlege ich mir vielleicht, das im Januar oder im Februar noch mit rauszuknallen. Ja. Ja, ja. Oder irgendwelche anderen, oder wenn ihr andere Ideen habt, könnt ihr natürlich auch was anderes rein. Auf jeden Fall, die Idee, wie ich dazu gekommen bin, das mit dem Mettbrötchen hier, habe ich in den Kommentaren gelesen, hat mich Raji, ich kann seinen Namen gerade nicht aussprechen, wie der genau heißt, der hat mich auf jeden Fall, wie gesagt, auf die Idee gebracht, das hier zu machen. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne in den Kommentaren schreiben, was ich als nächstes machen kann, Vorschläge, ihr wisst schon, was ich meine, auf jeden Fall. Und hier habe ich auch reines Rapsöl. Das dachte ich mir so, benutze ich jetzt ein bisschen Schluck, like damit ich das schön hier verspeisen kann. Wenn ihr selber guckt oder so, haut immer mit Likes raus, weil ich finde, das ist. Ich sage, ich verstehe die Leute immer nicht, was ein Dislike reinknallen können, weil ich habe das selber mit mir ein Problem, bei jemandem irgendwie einen Dislike-Knopf zu drücken oder so. So mit damit das auch runter geht wie Butter von Mutter. Ihr wisst, was ich meine. Wenn es mich auf jeden Fall nicht täuscht, ist das jetzt das fünfte Mettbrötchen. Oh, das geht echt gut runter wie Butter von Mutter. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Langsam werde ich ganz kurz voll. Aber ich habe es schon seit den Tagen so oft gemacht, wie man schön sehen kann. Oh, Alter. Da muss ich aber gleich dazu sagen, was mir jetzt hier persönlich jetzt stört, wenn ich so ein Mettbrötchen mache. Erstens haue ich noch ein wenig Salz drauf, noch ein wenig Pfeffer und noch ein bisschen Zwiebel. Zwiebel, wenn Gewürzgurke oder irgend sowas ähnliches, weil wenn, muss es schon richtig geil sein, wenn man sowas macht, oder? Wie seht ihr das?
Ja, hau da weg, gern noch nichts. Respekt natürlich trotzdem, ne? Das sind 12 Semmel dann, ne? Oder 12,5, je nachdem wie er es jetzt gemacht hat, halt eine Semmel dann weggerissen. Wobei ich sag, wenn ich jetzt sowas jetzt machen würde, würde ich zum Beispiel mit Schwarzbrot machen, weil so viel Weißmehl, jetzt mal blöd gesagt, oder an Zucker und so, was da alles mit drin ist, ist wieder meiner Meinung nach ungesund. Und von daher würde ich das lieber dann mit Körnerbrot oder Schwarzbrot auf jeden Fall machen, allein weil es einfach viel geiler schmeckt. Wenn du das wollt, dass ich das mal mache, dann mache ich das natürlich gerne. Schmeckt ja geil. So, ich denke. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich den noch runterkriege, aber ich glaube schon. Wird auf jeden Fall eine ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Genau, man soll die Kamera auch wirklich nicht so, das wird es bei mir auf jeden Fall nicht, wenn es aus Versehen mal passiert. Ja, aber so, das ist irgendwie cool. So, er hat es auf jeden Fall geschafft. Mettbrötchen, genau. 25 Stück. Mein persönlichster Highscore. Mein Rekord, den ich geknackt habe. Boah, einfach nur krass, Digga. So, na schön, hat er es geschafft. Wird bestimmt demnächst noch irgendwelche andere Bums kommen. Wie viele Aufrufe? 26.000, 1.300 Aufrufe. Boah, Respekt. Nicht schlecht. So, dann kommen wir nochmal zum Schluss zu The Funniest Film. Mal gucken, ob das wirklich so funny ist. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie noch ein wenig strecken jetzt. Pound guys. These nuts. Today we will start with perfect biceps curls. Shoulder gains. Also wenn ihr so Curls macht, dann habt ihr irgendwas verloren im Kopf. I haven't seen such a connection yet. Typical gym member who is looking for attention. Interesting exercise. I wonder what I will gain. Suspect type, Persischisel Swoj Windows. Was gewisse Auffahrt, oder? Was ist das denn? He overloaded his windows. Oha. Boah, das ist sowas von gefährlich. He jumps like a kangaroo. Look how gracefully he does it. No. Lean. Also Overload-Zeug machen auch viele auf, um so maximale Geschwindigkeit und Kraft neu reinzusetzen. Das sind so bestimmte Techniken, ob man das jetzt mag oder so, ist einfach dahingestellt. Aber die meisten machen das einfach so und das ist auch, wie gesagt, Technik, wie man es jetzt nimmt, ne? Aber also an sich ist es schon okay, jetzt sag ich mal, für wenn du es richtig machst und dich nicht verletzt. Und das nicht anderen, sag ich mal, geht's. Let it grow, but the pain in the spine. Guys, come help me because do it the hardest series in my lives. Fucking stupid motherfucker. They probably thought what the hell he was doing. When you have to hit your boss as hard as possible. Amazing running technique. Imagine professionals with this technique. I was sure that the bench would break and fly back. Alter.
Ich finde, sowas zu machen in einem fremden Studio, was einem jetzt selber gehört, und da irgendwelche Geräte so kaputt zu machen, finde ich absolut nicht in Ordnung. Das könnte ich kotzen bei sowas. Ja, ist jetzt mega lustig. Wait, baby! Leute, da macht 40 Scheiben weniger rauf und macht das ordentlich und nicht so ein Furz. Das geht weder auf die Wade, noch auf den Oberschenkel, noch auf den Rückenstrecker oder wo auch immer das hingehen soll. Ganz einfach, noch einmal, vielen Dank, falls du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir hat das Video trotzdem etwas gefallen und werden in Zukunft hoffentlich, dass es hoffentlich gut ankommt, natürlich ein paar Videos mehr kommen. Und von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, meine Lieben, bleibt gesund und ciao, ciao.